sind hier in Hepsisar in der Gartenstraße. Hier kam es heute Nacht zu einem großen Brand. Gemeldet war ein brennender Anbau. Beim Eintreffen konnten wir das Feuer schon von weitem her sehen, haben dementsprechend nachalarmiert. Dann im Verlauf der ersten Löschmaßnahmen griff das Feuer auch auf das vorne stehende Wohnhaus über, das dann alles in allem nicht mehr zu retten war. Das Problem hier an der Einsatzstelle waren die engen Straßenverhältnisse, dann noch die geringe Löschwassermenge, die am Anfang zur Verfügung stand. Man musste einen Löschwasserteich mit zwei Leitungen praktisch anzapfen und dann auch noch diese extreme Ausbreitung des Brandes über diese große Fläche. Jetzt sind wir aktuell mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt über die Drehleiter. Die Drehleiter muss mehrmals versetzt werden, damit wir an alle Brandnester hier rankommen. Das Gebäude kann und darf nicht mehr betreten werden. Es ist akut einsturzgefährdet. Hier war die Feuerwehr Weilheim mit 55 Einsatzkräften beteiligt.